der 29. November 2021. Ich bin hier auf Nordzypern, genauer gesagt in Kyrene. Es hat geschmeidige 23 Grad im Moment und gestern war in Deutschland der erste Advent. Ich bin jetzt seit 3. November hier. Ich bin tatsächlich dann 26 Tage hier eingewandert in Nordzypern. Ich bin die Vorhut von meiner Frau. Meine Frau Tina kommt kurz vor Weihnachten nach. Sie löst noch unseren ganzen Bums in Deutschland auf. Wir haben noch ein paar Sachen im Haus. Die müssen weiter, die behördlichen Abmeldungen sind noch zu erledigen. Das geht tatsächlich erst eine Woche, bevor du tatsächlich auswanderst. Und nachdem ich ja mit meiner Frau verheiratet bin und wir gemeinsam veranlagt sind, ist dann ihre Abmeldung gleichzeitig auch dann meine, die dann stattfinden wird, so um den 20. Dezember rum. Dann wird das so sein, dass ich sie bald hier dann in Empfang nehme. Ich bin als Vorhut hier, habe mir unser Haus schon mal eingerichtet. Wir haben uns dieses Jahr im Sommer ein Haus gekauft. Wir sind hier in Çatalköy, da war ein unschlagbares Angebot, das musste ich einfach nehmen. Das waren 3+1, heißt das hier. Das sind 3 Schlafzimmer mit einem riesigen Wohnzimmer. Ich habe hier ein riesiges Grundstück dazu. Das ist so groß, dass ich nur eine halbe Obstplantage hier habe. Ich habe Bio-Hühner hier. Quatsch, Bio-Hühner. Hühner auf dem Hof, die ich mit Bio-Futter füttere. So gesehen habe ich Bio-Eier. Und davon habe ich jeden Tag 2 bis 3. Die haue ich mir jeden Morgen in die Pfanne. Ansonsten nehme ich die Limetten und die Orangen und presse mir meinen Orangensaft gerade hier selber. Jeden Tag ernte ich die Bananen. Es ist sowieso gerade ein bisschen Erntezeit hier. Das ist so viel Obst, das kann ich gar nicht essen. Das verteile ich jetzt hier ringsherum an die Nachbarn. Meine Frau ist bei uns so die Kräuterhexe. Die wird hier aus dem Garten einiges rauszaubern in den nächsten Jahren. Ich kümmere mich mal mehr so um bauliche Maßnahmen. Hinter mir auf dieser Fläche wird irgendwann mal ein Pool stehen, wenn ich mir den mal wieder leisten kann. Für einen Pool muss man hier so rund 20.000 Pfund nochmal veranschlagen, für einen vernünftigen. Du kriegst ihn ab 15.000, aber dann ist er recht billig. 20.000, 25.000 Pfund ist so das Ding. Hier läuft eigentlich alles auf Pfundebene. Du kaufst dein Auto, deine Häuser, deine ganzen Sachen auf Pfund. Die täglichen Dinge des Lebens, Lebensmittel, hauptsächlich in TL, in türkische Lira. Du bist hier, wir sind hier mittlerweile gut zu Hause. Meine Frau kümmert sich eben um die Abmeldung und ich bin hier schon der Mann für die Anmeldungen. Beziehungsweise ich kann nur einigermaßen die Sprache noch und habe mich, wird jeden Tag besser, sagen wir es mal so, und kümmere mich eben so Dinge wie Versicherungen, Impfungen. Als erstes, was ich hier mal gemacht habe, war das DSL mir hier anzulegen. Das ging tatsächlich so schnell, das konnte ich gar nicht mehr filmen. Sobald du aus dem Stadtkern von Kyrene draußen bist, und ich bin hier im Vorort sozusagen, eins von diesen 2 Vororten, die bewusst oder meistens von internationalen Gästen genommen werden oder Auswanderern, das ist Çatalköy, das ist Bella Pais oder Beolo B. Das ist so ein bisschen die Ecke, wo man hier sich rumtreiben kann. Allerdings ist es eben so, dass du hier kein normales DSL kriegst, du kriegst hier Richtfunk-DSL. Da kommt dann tatsächlich am nächsten Tag jemand zu dir. Das ging tatsächlich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich bin hier am 3. gelandet, am 4. war ich im hiesigen Turkcell-Shop, hier gleich unten auf der Hauptstraße. Der hat mich nur gefragt, wann. Ich habe gesagt, ja, gleich morgen. Und morgens um 9 stand er schon da. Der beauftragte Subunternehmer, schätze ich, der dann hier auf dem Dach rumgekraxelt ist, mir den Richtfunkempfänger installiert hat, mir ein Kabel hier runtergelegt hat und seitdem habe ich hier im Haus DSL. Das ist für Otto Normalverbraucher in Ordnung. Ich habe hier 20 Mbit und bei 4 Mbit Upload, denke ich, das ist für mich jetzt ganz in Ordnung. Der Upload könnte man unter Umständen vielleicht noch erweitern. Ich kann den sozusagen synchron schalten auf 20 und 20. Aber ich denke, mit diesen Werten komme ich jetzt erstmal klar. Das reicht zum Netflixen, zumal ich auch nicht wirklich zu sowas im Moment komme. Aber ich habe es zumindest mal ausprobiert. Was habe ich hier noch gemacht? Ich habe mich dann als nächstes um meine Fracht kümmern müssen. Ich habe hier auf Paletten über Deutschland 2 Wochen, bevor ich hier eingereist bin,
drei Paletten mit insgesamt fast 700 Kilo an Sachen. Wir hatten tatsächlich am Anfang mal die Idee, wir nehmen 100 Dinge mit. Ja, Pustekuchen. Aus diesen 100 Dingen wurden ganz schnell 100 Kilo. Und dann am Ende wurden es doch tatsächlich 680 Kilo, die wir jetzt hier, ich mittlerweile empfangen habe. Die ganze Anreise hat tatsächlich 4 Wochen gedauert, war recht spektakulär. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ich habe dann letztendlich mich für den türkischen Weg entschieden. Der türkische Weg hat mich nur die Hälfte gekostet und hat vielleicht etwas länger gedauert. Wobei ich glaube nicht, dass mal, hätte ich das über die deutschen Spediteure beauftragt, dann wären das dieselben Fahrer gewesen, die mir die Sachen hier hergekarrt hatten. Ich hatte einen GPS-Stick in meiner Fracht drin, sodass ich immer gucken konnte, wo sie unterwegs war. Ich habe mich so an so einen LKW, der eben vollgemacht wurde, für die Rückfahrt sozusagen angehängt. Und der ging dann kreuzquer durch Europa. Darum hat es auch relativ lang gedauert, bis ich dann 4 Wochen später meine Fracht hier empfangen habe. Erst hat die Rumtinglerei, ich glaube in Rumänien war es ganz am längsten gestanden, die Fracht, hat ein bisschen gedauert und dann war das Wetter auf der türkischen Seite so schlecht, dass die Fähre ein paar Tage nicht ging. Und dann hatte ich irgendwann vor ein paar Tagen hier die Sachen in Empfang. Empfang läuft letztendlich so, du kannst, als wenn du immigrierst hierher, einreist, umziehst, all deine Sachen einmal zollfrei mitnehmen. Du solltest darauf achten, dass du sie nicht niegelnagelneu hast oder zumindest aus den Originalverpackungen rauszunehmen. Die gucken da schon einmal kurz rein, aber die haben eigentlich nur die Kiste mit den Bikinis meiner Frau geöffnet. Das hat denen wahrscheinlich dann erstmal gereicht und so habe ich dann noch eine Zollerklärung. Du musst eine Packliste dabei haben, beziehungsweise dort vorzeigen, die gibst du deinen Läufer, so läuft das hier. Du rennst hier die Behörden nicht selber ab, sondern der Spediteur gibt dir einen professionellen Läufer zur Hand sozusagen, der dann hier diese 2, 3 Ämter für dich abläuft. Der ruft dich dann an. Er hat mich dann ein paar Tage später angerufen. Ich war dann in Girne in die Hauptstadt Lefkosa. Es ist ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. Und da habe ich dann meine Zollpapiere unterschrieben, habe nur 1, 2 Fragen beantwortet von einer wunderbar freundlichen Dame, die dort auf dem Amt gearbeitet hat. Die wollte wissen, solche Dinge ist, weil ich benutze sehr gerne im Türkischen das Wort Eschalat für Sachen, weil das sind nichts anderes wie Sachen und ich sollte Sachen erklären, Küchensachen, Bettsachen, solche Sachen einfach. Aber das war alles ganz easy peasy. Die Sprache sollte man sprechen, wobei mein Läufer war Nordzypriote, da habe ich mich sogar schwer getan mit dem Akzent. Allerdings kann ich jetzt die Akzente gut voneinander unterscheiden. Wenn ich nichts mehr verstehe, dann ist es Nordzypriote, das ist Türkisch. Am Telefon war es besonders beknackt, aber irgendwie konnten wir uns dann schon zusammenfinden. Hat dann alles gepasst. Seitdem ich jetzt meine Sachen habe, kümmere ich mich jetzt auch wieder mehr um meinen Job. Ich arbeite in der Cloud. Ich versuche mir meinen Tag so einzuteilen, dass ich am Vormittag meine Sachen erledige, ein paar Angebote schreiben, ein paar Telefonate. Die Leute checken gar nicht, wo ich bin. Ich bin hier ganz gut für mich im Inkognito-Bereich. Sollen sie mich für einen Callcenter-Mitarbeiter halten, spielt keine Rolle. Ich mache hier meinen Job und kann dadurch ganz gut leben. Was mache ich hier noch? Ich kümmere mich um meine Freunde. Ich habe hier einen Haufen guter Freunde mittlerweile. Ich habe die hier alle im Sommer kennengelernt, persönlich. Ich bin allerdings schon seit längerem mit denen in Kontakt. Ich habe mich, wie gesagt, sehr intensiv mit dem Thema Zypern beschäftigt. Ich kenne hier Leute aus Heidelberg, aus Deutschland natürlich, Schweizer, Österreicher, Schweden. Ich habe britische Freunde. Ich habe auch mittlerweile richtig gute einheimische Menschen hier, die ich meine Freunde nennen darf. Und mit denen verbringe ich hier Zeit. Ich habe mich hier um meinen Adapass gleich als erstes gekümmert oder mit als eines der ersten Dinge, weil ich dachte, aus Deutschland kommend, Corona, ja, ist wichtig, ist tatsächlich wichtig, allerdings nicht so sehr, wie ich es mir im Internet zuerst erlesen hatte. Also schlussendlich ist das so, dass du überall mit deinem EU-Zertifikat auch reinkommst, sofern du überhaupt gefragt wirst. Ich wurde jetzt hier in der Zeit, wo ich da bin, 2-mal bisher angesprochen darauf und beim letzten Mal hatte ich auch meinen Adapass, den ich dann vorzeigen konnte. Das ist schlussendlich so ein kleines Checkkartenformat. Das geht einfach schneller, als wie ständig die App rauszukramen.
Das ist ganz praktisch. Das kriegst du hier auf einer bestimmten Stelle. Da musst du allerdings erst deine Zertifikate dafür umschreiben. Also die Zertifikate, die reichen dir nicht, die aus dem EU-Bereich für mein BioNTech-Zeug ich habe, um hier direkt den Allepass zu kriegen. Da musste ich einmal ins Krankenhaus, mir diese Zertifikate im System dort umschreiben zu lassen. Das ging auch recht schnell, musste kurz in eine Schlange. Das ist dieselbe Schlange, wo ich sowieso nächsten Monat hin muss, weil da bekomme ich meine Boosterimpfung. Die gibt es hier tatsächlich erst nach 6 Monaten. Das ist aber auch soweit kein Beibruch, weil ich muss ja sowieso noch mal dorthin, weil meine Frau ja kommt und die braucht ja auch noch mal dieses Prozedere mit dem Adapass. Und dann habe ich von dort eben diese Umschreibung gemacht, bin wieder an die Stelle gegangen, wo ich dann den Adapass beauftragen konnte. Den habe ich dann binnen 10 Minuten ausgestellt bekommen. Und seitdem bin ich hier auch komplett coronatechnisch registriert und erfasst. Im Grunde richte ich jetzt noch das Haus ein und mit den großen Dingen warte ich natürlich. Das machen wir dann gemeinsam, wenn Tina da ist. Ansonsten kümmere ich mich hier einfach nur darum, dass ich hier einen gewissen Flow reinkriege. Wir werden dann uns um unsere eigentliche Migration kümmern. Die ist allerdings in unserem Falle wahrscheinlich relativ auch easy, weil wir als Wohnungseigentümer oder Grundeigentümer hier automatisch eben auch die Aufenthaltserlaubnis kriegen. Wenn du hier als Mieter herkommst, dann solltest du ein gewisses Kapital auf deinem Konto, am besten auf einer türkischen Bank, hinterlegen und vorzeigen können. Wobei das geht wahrscheinlich auch, wenn, also wir haben verschiedene Konten, die wir dann entsprechend vorlegen. Unter anderem habe ich hier auch ein türkisches Konto eröffnet, was gut ist für das tägliche Leben. Du kannst auch natürlich alles mit deiner Kreditkarte zahlen. Aber eine türkische Bankkarte zu haben, ist das hier alles ein bisschen einfacher. Du hast ein Konto, was du dann unterteilst in türkische Lira, Euro und Pfund. Ich habe mir also alle drei Konten und habe auf allen dreien auch Währungen, also Beträge drauf, wobei du nur mit dem türkischen Konto mit der Bankkarte zahlen kannst. Also wenn dir das Geld dann wieder, ich versuche möglichst wenig türkisches Geld auf dem türkischen Konto zu haben, da ist gerade der Preisverfall sehr, sehr hoch. Wenn ich dann wieder was brauche, schiebe ich mir 50 € rüber aufs türkische Konto. Das sind dann umgerechnet 600 Lira und die reichen mir dann locker für eine Woche für egal was. Ich gebe hier gerade gar nicht mal so viel Geld aus. Wir sind hier nicht mehr im Urlaub. Ich bin nicht jeden Tag beim Essen. Wobei der Witz an der Sache ist, dass du eigentlich, dass es ganz egal ist, ob du isst oder zu Hause isst oder auswärts isst. Es kostet ungefähr das Gleiche. Ist natürlich verlockend für einen Mann zu sagen, hier ständig auswärts. Ich bin aber auch ein rechter Couch-Potato. Ich bin gerne zu Hause. Ich kümmere mich hier um meine Küchensachen. Ich versuche so ein bisschen vor mich hin zu kochen. Ich koche auch gerne. Ja, und so verbringe ich erstmal meine Zeit. Wenn meine Frau dann da ist, werden wir diesen Migrationsprozess durchleben. Dann musst du schlussendlich deine Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, eben den Kaufvertrag für das Haus und alles soweit abgeben, vorbereiten. Ansonsten ist das ein Prozess, der dann wahrscheinlich 2 Monate dauern wird und dann sind wir erstmal hier eingewandert. Du bekommst den Aufenthaltstitel erstmal für 1 bis 2 Jahre. Diesen Vorgang wiederholst du 5-mal. Wenn du dann in diesen 5 Jahren jeweils nicht mehr wie 40 Tage das Land verlassen hast, sonst wird dieses Jahr nicht angerechnet, hast du dann die Möglichkeit, nach 5 Jahren die Permanent Residence zu beantragen. Und dann hast du auch diesen bürokratischen Weg etwas verkürzt, beziehungsweise findet dann einfach gar nicht mehr statt, weil dann hast du dann Bleiberecht dauerhaft. Ja, wenn ihr wollt, wenn euch diese Themen interessieren, wir werden hier die nächste Zeit noch die Insel erkunden, bevor wir uns aufmachen in andere Länder. Also ich habe nicht vor, hier im Winter dauerhaft zu bleiben, je nachdem, wie hart der Winter schlussendlich wird. Da bin ich selber gespannt. Also die Leute hier sagen, dass der Winter irgendwann ab Mitte Dezember, also von jetzt ab in 2 Wochen, bis Ende Januar so 6 Wochen rumdauern soll. Ich tippe oder hoffe ein bisschen darauf, dass ein basic-zypriotischer Winter nichts anderes ist wie ein schlechter deutscher Sommer. Im Moment fühlt er sich zumindest so an. Und es geht mir soweit gut. Ich bin guter Dinge. Wenn euch dieser Kanal gefällt und wenn ihr möchtet, abonniert ihn. Ihr werdet künftig viele, viele tolle Informationen hierüber bekommen.
Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Wünsche habt, über was ich berichten soll, ich meine, ich werde das gesamte Paket einmal hier durchberichten, schätze ich, dann schreibt mich an. Ich bin erreichbar. Ihr könnt meine Daten bestimmt von da unten irgendwo ablesen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Alles Gute, der Murat aus Nordzypern.